Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von VPT Info. Mein Name ist Christian Thieme. Ich bin Referent für soziale Medien im VPT und mit mir zusammen wieder dabei unser Verbandsjustiziar Benjamin Alt. Hallo. Hallo zu dieser neuen Folge. Heute das spannende Thema Empfangsbestätigung ohne erfolgte Therapie. Wie sieht das Ganze aus? Mich hat diese Woche eine Kollegin angeschrieben gehabt und hat gesagt, bei uns in der Praxis ist es gang und gäbe, wenn ein Patient eine Therapie zu kurzfristig absagt, anstatt eine Ausfallrechnung zu stellen, eine Unterschrift zu leisten. Das heißt, der Patient unterzeichnet eine Leistung, die er eigentlich gar nicht bekommen hat. Für uns ist das eigentlich logisch, Benjamin, das ist Betrug. Mit was für Folgen müsste man da rechnen? Das lässt sich ziemlich einfach so zusammenfassen, vollkommen richtig. Also zunächst einmal, man schickt ja dann die Verordnung, die vollkommen vom Patienten unterzeichnet ist, an die Krankenversicherung und bekommt dann sein Geld, manchmal auch mit dem Abrechnungsdienstleister dazwischen. Und das, was der Patient bestätigt, er bestätigt auf der Verordnung, dass er die Leistung ordnungsgemäß erhalten hat. Das heißt also, wenn der Patient eine Unterschrift gibt, also ableistet, ohne dass er die Behandlung bekommen hat, dann kann das schon mal gar nicht richtig sein. Also schon vom Bauchgefühl sollte das eigentlich nicht passen. So, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, welche Konsequenzen hat das überhaupt? Weil zunächst einmal, wenn ich das als Praxis einreiche, dann ist das, was die Gerichte daraus machen, weil die haben sowas auch schon mal entschieden. Die haben im Prinzip gesagt, immer wenn ich so eine Verordnung einreiche bei den gesetzlichen Krankenversicherungen, sage ich automatisch, alles das, was ich da jetzt abrechne, wurde ordnungsgemäß erbracht. Man hat quasi die Zusicherung nochmal hinzugegeben, wo man sagt, alles das passt. So, und das wäre jetzt aber eine Täuschungshandlung, weil ich ja der Krankenkasse sage, ich habe das alles richtig gemacht, obwohl das gar nicht der Fall war. Und was der Patient macht, ist leider auch nicht ganz so richtig, weil das ist im Prinzip Beihilfe zum Betrug. Wir haben also von der Praxis in diesem Fall eine betrügerische Handlung, ein Abrechnungsbetrug. Gott sei Dank passiert das nicht so häufig. Also ja, solche Fälle gibt es mal, aber ich denke, die sollten überschaubar sein. Und was der Patient macht, das ist auch kein Kavaliersdelikt, der hängt auch mittendrin in der ganzen Straftat. Also sowas sollte man auf keinen Fall machen. Ja, man sollte halt, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht zu dem Thema, wenn man einen Terminausfall des Patienten hat, dann muss der eben den Termin zahlen. Oder auch nicht. Die Praxis kann darauf verzichten. Betriebswirtschaftlich wäre das wahrscheinlich nicht so schlau, aber könnte man rein theoretisch machen. Und dann muss man das eben vom Patienten bezahlen lassen. Aber dass die Krankenkasse das zahlt, das geht nicht. Spannendes Thema. Und wie nah wir uns an der Rasierklinge bewegen. Ich kenne auch viele Praxen, die das so handhabt haben oder noch handhaben. Also passt bitte auf, dass das nicht passiert und dass ihr in Zukunft solche Sachen unterlasst, damit ihr nicht dafür haftbar gemacht werden. Genau. Und ich möchte noch mal sagen, wir haben jetzt von den gesetzlichen Krankenversicherungen gesprochen, ja. Und ich glaube wirklich, dass das jetzt kein Massenphänomen ist, über was wir gesprochen haben. Die meisten werden das richtig machen. Aber wie du schon sagst, Christian, es gibt wohl vereinzelt mal eine Praxis, die so etwas macht. Im Privatbereich ist es allerdings auch nicht besser. Da ist es nur ein bisschen andere Konstellation. Nämlich da ist es so, der Patient reicht die Rechnung an seine private Krankenversicherung und sagt, bitte zahl mir das zurück. Jetzt sagen aber die Gerichte, dass der Patient, wenn er das bei der Krankenkasse einreicht, vorher schauen muss, ob die Rechnung einigermaßen plausibel ist. Da gibt es ganz komische Formulierungen, die will ich hier gar nicht wiedergeben. Aber er muss quasi eine Rechnungsprüfung vornehmen, der Patient selber, bevor er das bei der Krankenkasse einreicht. Und wenn er also dann sagt, ich habe an dem und dem und dem Datum die Behandlung bekommen oder ich habe zum Beispiel 10 Behandlungen bekommen und reiche das ein, dann ist es gleichzeitig die Zusicherung des Patienten bei seiner privaten Krankenversicherung, dass er diese Behandlung auch bekommen hat. Weil sonst müsste er sagen, korrigiere bitte die Rechnung, liebe Praxis, weil das ist nicht richtig. Das heißt, er reicht es einfach weiter. Und in dem Fall haben wir von der Praxis Beihilfe zum Betrug. Das heißt, hier ist es nicht der Patient. Der Patient begeht den Betrug und die Praxis leistet Beihilfe. Also auch das bitte auf keinen Fall. Es gibt manche Praxen, die sagen dann, so mir nicht Sinn ist, mein Gott, ja, ich rechne Ihnen einfach, berechne Ihnen 10 Behandlungen, weil Sie haben 10 Termine gemacht, haben zwar nur 8 in Anspruch genommen, aber ist doch eigentlich egal. Wenn man das aber als Praxis richtig machen wollen würde, müsste man tatsächlich in unserem Beispiel 8 Behandlungstermine abrechnen und 2-mal einen Terminausfall. Man könnte das sogar auf derselben Rechnung machen, sollte dann aber
der Fairness halber und der Korrektheit halber sagen, wann wurde behandelt, wann nicht. Weil, wenn ich dann das nicht kenntlich mache und gebe damit dem Patienten die Möglichkeit, das bei seiner Krankenkasse einzureichen, dann kann ich mich vielleicht mit in die Nesseln setzen und das sollte man auf keinen Fall riskieren. Also passt immer gut auf, dass ihr die Regularien einhaltet. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Macht's alle gut. Ciao, bleibt gesund. Bald, tschüss.